Ein herzliches Hallo von mir an euch. Eine neue Folge Phasmophobia steht auf dem Plan. Und ich glaube, dieses Mal mochte uns der Geist nicht so gern in seinem Haus haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr zuschaut, wenn ihr Spaß an Phasmophobia habt und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Jetzt viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das Schlusslicht macht heute wieder unsere... Komischerweise, hier läuft es jetzt für mich flüssig. Aber in der Lobby habe ich halt Gesundheit, mega die Probleme. Ach, wer weiß. Man muss halt auch dazu sagen, wir sind ja auf der Beta. Ist, ne, ist sind so vielleicht ein paar Ungereimtheiten. Ich mache das Briefing. Alle zuhören. Wir haben die Dame Maria Garcia. Maria Garcia steht auf Gruppenspielchen, pinkelt gerne in Waschbecken, läuft gerne durch Bewegungssensoren und Salz. Easy. Stupia ist schon mal los. Er ist schon mal gegangen. Mach halt wieder. Ey, aber ich bin halt irgendwie total gaga im Kopf. War komplett. Vor allem mein PC ist jetzt gerade mal bei 10% Auslastung. Wenn es jetzt abstürzt, wäre es echt komisch. Ja, hier geht gerade eine Tür auf, direkt links. EMF2 vor dem Raum und das piept bei mir nicht. Du piepst mega, ne? Ich höre gar nichts piepen. Ich sehe bloß die Punkte. Du piepst richtig laut. Ich höre gar nichts piepen. Es ist auch auf 1. Aber es war gerade auf 2 vor dem Raum. Aber kann jemand mal Voodoo nehmen und ihn rumwerfen? Ich habe gehört, der ist jetzt verbuggt. Weil der zeigt immer die Position. Der ist hier vorne? Wenn du den wirfst. Ja, direkt hier links. Die Tür ist von alleine aufgegangen. Ja, ich hatte auch schon unter 12 Grad in den Raum. Also will vielleicht jemand anderes nochmal mit dem EMF? Weil bei mir scheint das ja richtig kaputt zu sein. Also ist übrigens ein, er ist übrigens hier draußen. Hä? Hier. Ja, hier hatte ich auch EMF2, tatsächlich. 7 Grad. Oh, hier sind hier wie alt bist du? 7 Grad. Ja, es ist Eingangshallengeist. Hallo, Eingangsgeist. Gib uns ein Zeichen. Möchtest du ein Date mit mir? Er hat gesteppt. Ich will immer funken. Er hat gesteppt auf jeden Fall hier gerade. Spiel noch mal bitte mit dem EMF-Gerät. Ich habe halt gesehen, dass es bei 3 war, aber da war es schon wieder leiser. Also ich habe es bei mir auf 2 gesehen. Boah. Er hat ins Buch geschrieben. Okay. Aktivität ist nur auf 1 hochgegangen dabei. Es sieht aus, als hätte er einen Demon reingefahren. Was? Kann man bitte jemand die Kamera richtig hindrehen? Das ist ich. So ein bisschen mehr in den Raum rein zeigen lassen. Du hast auch ein Bewegungsdings. Ja, Minustemperaturen. Nicht 5. Also Minustemperaturen und U. Oh, dann haben wir ja alles. Wir haben alles. Das ist ein Jurai. Ey, meine Kamera ist verschwunden. Dort liegt doch eine. Mit Stativ in der... Achso. Hä? Nein, meine. Videokamera. Ich hab keine Ahnung. Ich hab die da hinten in die. Ich hab die hinten in die Ecke gestellt und jetzt ist sie weg. Hier ist doch eine. Also drin ist eine. Drin steht eine. Oder wo hast du die hingestellt? Nach rechts, da bei dem Stromkasten. Also hier links um die Ecke steht eine. Ja, da hab ich auch eine.
Und hier beim Stromkasten steht doch auch eine. Hä, die war gerade weg. Ich bin eine Karte hingelaufen. Maria Garcia. Wir haben jetzt Orbs, Temperaturen und Buch. Und Buch. Ja. Ich habe das Gefühl, ich spiele aktuell nur Buggy-Spiele. Ja, komischerweise, wenn jemand anderes das EMF in der Hand hält, höre ich es piepen. Aber wenn ich es selber in der Hand habe, piept bei mir gar nichts. Ich habe bei dir auch nichts piepen gehört. Und Dystopia meinte, das war übelst laut bei mir. Ich habe piepen eben auch gehört. So, ich suche mal nach dem Waschbecken. Ja, ich komme auch mal mit. Müssen wir... Wie sieht denn Sanity aus? Sanity ist bei uns allen so um die 60. Bei Mo ist sie 70. Also zwischen 60 und 70 bei allen. Da es ein Jura ist, wird die Sanity sehr schnell droppen. Ihr Lieben, ich geh mal schnell Pipi machen. Bin gleich wieder da. Mir platzt nur gleich die Blase. Ist übrigens auch ein Bug, dass man nicht sieht, manchmal nicht sieht, wenn er durch Salz gesteppt ist. Hat jemand schon das Buch fotografiert jetzt Habt eigentlich? Ihr das vernommen? Check, check. Check. Viel Spaß auf dem Klo. Und haben wir schon den Knochen vielleicht irgendwo? Ich habe ein Ucha-Brett. Wollen wir das nutzen? Ja. Gib mir das Wiwi. Solange ich es nicht anfassen muss, ist es mir egal. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Es ist hier oben im Schlafzimmer vor dem Dachbodenaufgang. Komm zu mir, mein Wiwi-Brett. Muss man das fotografieren, wenn das an ist, damit das als Witcher-Brett erkannt wird, oder? Ich glaube, es reicht so ein Foto davon. Weil das Foto, was ich gerade gemacht habe, ist Interaktion. So, Maria, jetzt quatschen wir mal eine Runde mit dir. Wie alt bist du? Okay, jetzt ist es das Brett. 78. Okay. Oha, 78. Möchtest du ein Date? Wie bist du gestorben? Hast du getötet? Wie viele hast du getötet? Ist durch Salz gerade. Wann bist du gestorben? Wann bist du gestorben? Wann bist du gestorben? Wann bist du gestorben? Vor 50 Jahren? 50. Ja. 502? 502? Okay. Vielleicht im Zimmer, oder ist das die Hausnummer 502? Keine Ahnung. Hey, was hast du jetzt gefragt? Ich lutsch mir gerade so hart die Sanity weg. Ich hab sie gefragt, wo sie ist. Okay. Huch. Aha. Ich guck mal durchs Fenster, vielleicht sehe ich sie. Vor allem alle stehen da so im Eingang. Eine Streamerin, mit der ich zusammengespielt habe, die war auch hier so und die ist in der Tür gestorben. Sie war weder draußen noch drin und ist gestorben. Ja, ich bin schnell zurück, als ich gesehen habe, die Tür bewegt sich. Deshalb setzt man sich auch hier so an den Rand, wenn man mit dem Ouija-Brett macht. Weil das irgendwann immer eine Hand auslöst. Ich gehe mal davon aus, dass meine Sanity jetzt auf Null ist. Ja.
Wir hatten mal eine Anfängerrunde gespielt und hatten ein Brett gefunden. Das habe ich dann benutzt und der hat in nach 2 Minuten hat er gejagt, obwohl es eine Anfängerrunde war, einfach weil ich sofort auf Null war. Ja, Ouija saugt halt richtig hart aus, das ist ein Phantom. Echt, dann nicht? Oder ein Dämon, weiß ich gerade nicht. Ach, Michael Jacksons Schwester schon wieder. Nee, genau, war ein Dämon. Beim Dämon, erfolgreiche Befragung des Ouija-Boards über den Dämon verringern nicht den Geisteszustand. Vor allem, da steht Geisterzustand. Oh nein. Frag noch mal, wie viele sie schon getötet hat. Stimmt, das ist nur ein Schreibfehler. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es ein Schreibfehler war. Wer tut Was gab's da noch für Fragen? Bist du alleine? Null. Ja, jetzt wird. Aber ich hatte, glaube ich, einen 20, Herzschlag. 30 Sekunden Hand. Ich glaube, einen Herzschlag hatte ich. Ich hatte auch Herzschlag. Wie du wirst gerade mal sehen müssen, wo deine Hand war bei mir. Entschuldigung. Bei meinem Popo. Ach, da ist sie. Etwa, die Wackeltante. Wenn ich etwa hä, wir haben Orbs. Achso, das hatten wir ja schon. Ja, die Wackelkopf. Aber Wasser hat es immer noch nicht reingelassen, ne? Nee. Nee, das macht's auch selten. Okay, wer hat gerade den Computerbildschirm fotografiert? Ich. Ich hab keine Kamera. Oh, wir haben übrigens ein Bild vom Ouija-Brett. Ja, unten dann, als es an war. Ich glaube, das muss an sein, oder? Damit's als... Ich hab, ja, das ist das Foto, ich hab nicht mal das Ouija-Brett fotografiert. Also... Ich hab Salz fotografiert. Oder du hast Salz fotografiert. Es ist Phasmophobia. Es ist Presetmophobia. Richtig. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir noch Wasser oder kriegen wir kein Wasser mehr? Sehr wahrscheinlich nicht. Wasser kriegt man irgendwie immer nur dann, wenn das Waschbecken direkt im Raum ist oder direkt nebenan. Ja. Oh. Irgendwas qualmt ist hier auf Hand. Dem... Nee. Nee. Na gut, warum dann... sind eigentlich ja? Immer 2 von den Dingern aber schon bereits benutzt? Keine Ahnung. Ja. Also hier liegen halt immer bereits 2 rum, die schon verbrannt sind. Lol. Räucherst du uns aus? Ja. Ja, eure bösen Geister müssen ja weg. Ja! Weil von mir ihr die Dämonen... Ja? Ja, ich höre dich immer nur da rufen oder ja. Keine Ahnung, was willst du? Sag immer Tina! Ich habe immer nur die letzte Silbe gehört. Ich habe auch nur da gehört. Und ich dachte, was will sie denn? Ich hab gefragt, was bei euch abgeht, warum du rumfingerst. Hast du in Mosa im Schritt warst? Hey, das bleibt bitte schön. Das ist eine Sache zwischen Mo und mir. Das geht euch gar nichts an. Tschüss. Kann ich eigentlich raus? Oh, zu spät. Die Wagen zugemacht. Ich kann jetzt übrigens rausgucken und sehen. Welcome back.